Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Story-Let's Play auf diesem Kanal. Dieses Mal geht's um Little Nightmares. Das gab's bis zum 17. Januar kostenlos bei Steam, beziehungsweise hat Bandai Namco das auf deren Seite umsonst für Steam rausgegeben. Die Info gab's übrigens auch auf meinem Discord-Server, also wenn ihr denkt, wer was wollt, kommt auf meinen Discord-Server. Und da jetzt am 11. Februar Little Nightmares 2 rauskommt, habe ich mir gedacht, ja, gucken wir uns auch mal Little Nightmares 1 an, vielleicht ist das ja cool. Und wenn das cool ist, kann man sich ja auch den zweiten Teil angucken, wird nicht allzu lange dauern. Ist übrigens ein Rätsel-Jump'n'Run-Adventure-Spiel und soll ein bisschen weird sein. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht ist das so ein bisschen horrormäßig, so was ich gesehen habe. Vielleicht aber auch so ein bisschen mehr wie Limbo, wenn ihr das kennt. Dieses Microsoft-Spiel. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob in diesem Spiel geredet wird. Wir gucken einfach mal und sehen, was passiert. Also wenn es jetzt noch nicht klar geworden ist, dieses Let's Play ist auf jeden Fall blind. Ich habe es nirgendwo gesehen, ich habe es nirgendwo gespielt. Wer bist du? Hallo. Wieso sehe ich sie nur so schwebenhaft? Bitte zeigen Sie, wer Sie sind. Auf jeden Fall ein Mädchen. Mit einem Dutt. Oder eine Horrorfrau, die mich auffressen will. Vielleicht. Also es war auf jeden Fall ein Albtraum. Okay. So, da sind wir. Ich weiß, dass wir Six heißen oder Sticks, so wie der Fluss. Oh Gott, nein. Okay, ich weiß gar nichts, Leute. Ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass ich ein Mädchen bin mit einem gelben Regenmantel und ich kann komische Dosen umwerfen und alles ist hier viel zu groß und wir leben einfach in einem schönen kleinen Koffer, wie es aussieht. Schauen wir uns in dieser wunderschönen Welt doch einmal um. Ich glaube, ich habe vielleicht ein bisschen Hunger. Hallo, ihr Pilzwesen, wie geht's euch denn? Stimmt, die habe ich auch schon mal irgendwie mitbekommen. Also ich habe schon mal einen Trailer von dem Spiel gesehen, aber ansonsten weiß ich wirklich nicht so viel. Es wird ein bisschen dunkel. Ich habe ein bisschen Angst, dass YouTube das komisch rendert. Hallo? Achso, hier kann man bestimmt irgendwas anmachen. Geil, wir haben Licht. Erste paar Minuten im Spiel und ich raff jetzt schon nicht, was ich machen soll. What the fuck? Ja, also man kann greifen. Ah, ja natürlich. Oh, ich kann das doch einfach greifen. Ja, ich bin einfach nur ein Vollidiot und auch zu schwach. Also beides. Dumm und schwach, das ist keine gute Kombo. So, let's go. Hallo, hört mich irgendjemand? Das ist hier so kalt und ich möchte was zu essen haben. Ich bin schwach und dumm. Bitte helfen Sie einem schwachen, dummen Kind. Nein? Na gut, dann nicht. Dann schaue ich mich einfach ein bisschen weiter um und gehe diese komische Treppe nach oben. Die führt mich bestimmt irgendwo hin, wo es sicher ist und wo es etwas zu essen gibt. Was ist denn das hier überhaupt? Wir sind halt in irgendeiner riesigen Fabrik und alles ist viel zu groß. Sogar die Türen sind viel zu groß. Selbst als Kind sind doch Türen nicht so riesig, oder? Oh, hallo. Bist du ein Freund? Freund oder Feind? Ich werde dich töten. Okay, egal. Du bist jetzt mein Freund. Ich nenne dich Gordula. Gordula, du kommst jetzt mit. Ich habe eine Gordula-Puppe und keiner kann sie mir wegnehmen. Nee, 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 Gordula ist mein. Gordula, du beschützt mich. Okay, nee, Gordula, du kommst jetzt. Oh, das geht ja tatsächlich. Gordula, hier. So, geh da hoch. Hello, darkness, my old friend. Gordula, nein, Gordula! Gordula, nein! Okay, toll. Ach man, ich habe meine einzige Freundin verloren. Das ist voll sad. Ich glaube, da oben ist gerade jemand vorbeigelaufen. Das macht mir ein bisschen Angst, aber gar kein Problem. Ich weiß ja, dass der mich nicht sieht, weil kleine, geschwächliche Leute sieht niemand. Ist halt einfach so. Die werden einfach von der Gesellschaft ignoriert. Oh, guten Tag. Ja, und nicht wahrgenommen. Da hat sich einer anscheinend aufgehangen oder sind das vielleicht nur Füße? Kann auch nur Füße sein, das kann auch sein. Also ich weiß nicht, ob vielleicht oben noch ein Körper dran ist. Vielleicht hängen hier einfach nur Füße rum und das ist ein Kunstprojekt oder so. Ich weiß es nicht, ich nehme auf jeden Fall den Stuhl mal mit. Das scheint doch schon mal gut zu sein. Tür auf, genauso wie eine Katze. Nein, ich habe einfach die Katzenreflexe der Unterwelt. So sieht es nämlich aus. Ein Klo! Wie geil, es gibt einfach Klos. Lass uns runterspülen. Dieses eklige Okay, nee, das Klo ist schon voller Scheiße. Kein Platz für noch mehr Scheiße wie mich. Oh, guck mal. Achso, Moment. Muss ich etwa den Kühlschrank aufmachen? Das kann sein. Sind deswegen die Hände da? Wollten mir die Hände... Oh, hallo, hallo. Sind Sie ein Freund? Freund oder Feind? Hab ich ihn jetzt befreit? War der im Kühlschrank? Boah, da oben ist auch einer. Hallo, geht's Ihnen gut da oben? Sind nur Schuhe. Alles klar. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Schuhe. Ich brauche keine Schuhe. Ich laufe weiterhin barfuß hier weiter umher. Oh mein Gott, ich bin so verwirrt von diesem Spiel. Leute, habt ihr Limbo gespielt? Wie fandet ihr Limbo? Limbo war ein tolles Spiel. Habe ich, glaube ich, nicht auf dem... Oh, ja, hi. Na, wolltest du mich gerade fressen? Ich lass mich nicht fressen. Ich wollte sagen, ich lass mich nicht fressen.
Okay, alles tötet einen hier wanted. Das ist auch ein bisschen wie bei Limbo. Ich glaube, ich habe Limbo nie auf den Kanal gebracht, obwohl es ein schönes Spiel war. Ach, guck mal, ich lebe ja doch noch. War nur ein Albtraum. Sind ja wie diese Dinger aus Half-Life? Da gab es doch auch sowas ähnliches. Ja, ich laufe einfach mal weg von dir. Ne? Ich dachte, ich könnte dich vielleicht irgendwie töten. Kann ich dich vielleicht sogar töten? Wenn ich dich einfach anzünde? Warte, wie ging das mit dem Feuer? Feuer! Warte, ich weiß nicht, wo mein Feuer ist. Da. Ja. Aua. What the fuck? Ich will den jetzt aber anzünden. Na, ich zünd dich jetzt an. Okay, das geht ganz offensichtlich nicht. Gut, haben wir das auch geklärt. Das gehört ja irgendwie zu den Top 3 Dingen, die in einem Horrorspiel sein müssen. Wieso habe ich das nicht eigentlich die ganze Zeit an? Dass man sich nicht wehren kann. Und das ist in diesem Spiel anscheinend genauso. So, der sieht mich nicht. Siehst du, die sehen mich alle nicht. Ich bin unsichtbar. Ih, da war schon einer auf dem Boden. Das ist ja ekelhaft. Lalala. Ja, wenn ihr Limbo gespielt habt, wie fandet ihr das, Leute? Und wenn ihr das nicht gespielt habt, warum nicht? Kauft es euch. Das kostet nur 1 Euro oder so. Lohnt sich. Ist auch kurz. Übrigens, dieses Spiel wird auch nicht so lang sein. Laut How Long to Beat dauert das so 3,5 Stunden. Es gibt 5 Kapitel. Ich würde sagen, wir machen einfach ein Kapitel pro Video und dann sind wir doch gut dabei. Kann man hier hochklettern? Wird also ein kurzes Story-Let's Play. Jetzt bin ich eingesperrt. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Da bin ich richtig gut drin, selbst einsperren. Oh mein Gott, wieso bin ich nur so blöd? Kann ich wenigstens lesen? Vielleicht steht was in der Zeitung drin? Ach so ist das. Ah, ein Vergewaltiger sperrt kleine Mädchen in Räume ein, in die er nicht mehr rauskommt. So, so. Aber juckt nicht. Hat ja bestimmt nichts mit mir zu tun. Ah, man kann hier das Holz rausmachen. Alles klar, habe ich verstanden. Ah, das Klärchen. Bin ja doch nicht so dumm. Hallo, bist du jetzt Freund oder Feind? Ach doch was. Aber ist das Blut? Ich hoffe, das ist kein Blut. Nein, das ist nur Tinte. Alles klar, wir sind safe, Leute. Jetzt sind wir noch besser versteckt. Das war sowieso nicht... Oh, nö. Das ist gar keine Tinte, oder? Das ist einfach deren komischer Schleim. Hey, man sieht aber auch gar nichts. Bei YouTube seht ihr doch jetzt noch weniger, weil YouTube schwarz immer so richtig eklig macht. Okay, Leute, wir schieben mal ein bisschen und stellen die Helligkeit ganz nach oben. So, Leute, let's go. Jetzt seht ihr bestimmt ein bisschen mehr. Ist das nicht toll? Und wir sind nicht mehr so schwarz gekleidet. Ich sehe halt trotzdem gar nichts. Ja, ich... Hä? Voll unfair. Ah, guck mal, mit Feuer läuft das hier doch. Wie geschmiert. Ich bin auch gar nicht so schwach, wie ich aussehe. Ich kann so eine komische... Eine komische Tür einfach umduddeln. Und das hier sind wahrscheinlich Speicherpunkte. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall speichert er unten rechts dann immer, wenn da dieses Augensymbol ist. Das ist doch ganz nice. Und ich frage mich... Hi! Ich frage mich erstens, was diese komischen Wesen sind, ob die irgendeine Bewandtnis haben. Und warum hier überall diese Eimer? Warum sind diese Eimer hier überall? Naja, klärt sich bestimmt alles noch. Ich höre es winden. Es windet sehr da oben. Und wo es windet, da gibt es Wetter. Und wo es Wetter gibt... gibt es bestimmt auch Zivilisation. Und Zivilisation ist richtig geil. Ich mag Zivilisation richtig gerne. Da gehen wir jetzt hin. Zivilisation, ich bin auf dem Weg. Wie geht's dir denn? Ich bin ein Mädchen. Auf Barfußsohlen. Barfußsohlen sind toll. Barfußsohlen sind leise. Ich drehe an der Kordel und gucke, was passiert. Da, 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 da. Licht, oh mein Gott, Licht. Endlich Licht. Jetzt ist das bestimmt gleich überbelichtet. Oh nee. Ich bin unterbelichtet, dann ist das gut, dass das hier gleich... Oh. Das ist ja jetzt ein bisschen unfair so. Wie soll ich denn da so schnell rüberkommen? Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich stelle mich einfach nur dumm an. Let's go. Nice. Na, guck, jetzt haben wir doch quasi schon gewonnen. Aber das Licht, das wir gesehen haben, war gar kein echtes Licht. Also zumindest, hi. Das gibt bestimmt eine Errungenschaft, wenn man die alle befreit. Sondern das war nur eine blöde Lampe, die so getan hat, als wenn das echte Sonne wäre. Ui, oh, habt ihr das gesehen? Alter, voll der Styler. Man kann laufen und sich dann so hinstübbeln. Geil, wie ein echter Fußballer. Ich kretsche jetzt alle weg, Leute. Hi, bist du ein Freund? Was hat er da hinter sich? Also laut Trailer soll es hier richtig crazy Kreaturen geben. Ich frage mich, wann die kommen. Wir gehen jetzt erstmal in eine Zelle, weil in Zellen gibt es immer Essen. Essen ist gut. Das sieht halt echt aus wie eine Gefängniszelle, oder? Ah, aber eine offene Gefängniszelle. Momentchen mal. Man kann hier speichern. Da. Licht ist immer gut. Dann lass doch mal gucken. Hallo, kleine Ratte. Und das sind einfach Hodler. Die hodeln hier einfach Klopapier. Was geht denn mit denen ab? Sogar in der Toilette hodeln die ihr Klopapier. Überall. Oh mein Gott, deswegen gibt es bei uns kein Klopapier mehr. Ich fasse es nicht. Sind das hier einfach... Wow. Hodler. Okay, hätte man sehen können, dass da ein Strom drauf ist? Ich sterbe einfach an allem. Ich sehe etwas zum ersten Mal. Tot.
Aber das spiegelt ja eigentlich das Leben sehr gut wider. Also wenn man in so einer Umgebung aufwächst, dann sterben wahrscheinlich auch ein paar Kinder. Die fassen ja einfach alles an und die nehmen sogar alles im Mund. Wo soll man denn wissen, dass man da stirbt so? Du bist einfach tot und kannst auch nicht draus lernen, weil wenn du sofort tot bist, bringt dich ja nicht mehr viel. So, ich vermute einfach mal, ich muss da oben an den Stromkasten und irgendwas machen. Gucken, da oben ist ein Stromkabel, Leute. Da müssen wir einfach ran. So, okay, aber... Aha, das war ja gemein. Aber wie kommt man denn da ran? Man kann bestimmt die Kiste hier nehmen. Ah, oh, das ist ja mega gut. Das ist ja wirklich ein Rätsel, Jump'n'Run. Unbelievable. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hab. Und bitte Strom aus. Dankeschön. Natürlich wieder mit Zeit. Ah, dann lauf doch einfach. Oh Gott, geh da bitte durch. Geh da bitte durch, bevor du stirbst. Danke. So. Ja? Ah ja, alles kaputt machen. Wart ihr auch so jemand, Leute? Hattet ihr einen Bruder, der mit Bauklötzen gespielt hat? Oder im Kindergarten, wenn da andere mit Bauklötzen gespielt haben? Habt ihr dann einfach die Bauklötze von den anderen kaputt gemacht? Ich schon. Ich war so ein richtiger Mobber. Im Kindergarten. Nee, im Kindergarten noch nicht, aber in der Grundschule, Leute. In der Grundschule habe ich alle kaputt gehauen. Ja, ja. So einer bin ich. Ganz klar. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie eine... Oh, nein, ich will nicht die Bauklötze. Bauklötze sind doof. Ich will hier diese Drehorgel. Nein, ich will die aktivieren. Geht das nicht? Ach doch. Ja, geil. Süß, Drehorgeln sind richtig cool. So, die nehme ich mit. Ach, Mann. Das hat mich ein bisschen an Among... Nee, Among Us ist... Doch, Among Us heißt das, ne? Hä? Heißt dieses Hype-Spiel nicht auch Among Us? Wie heißt dieses Spiel, wo man so ein Baby spielt? In so ein, das ist auch so ein Horrorspiel. Das ist doch auch Among Us, oder nicht? Ich glaube schon. Das war witzig. Da gab es auch so einen ähnlichen Raum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwas machen müssen in diesem Raum hier. Wie sieht's denn aus mit dir? Au! Hallo? Ich bin überfahren worden von so einem blöden Traktor hier. Ist gar kein Traktor, ist ein Zug. Aber Metall gegen Metall, da passiert doch bestimmt irgendwas, oder? Kurzschlussreaktion. Nö. Ich bin ein bisschen überfragt, was ich hier machen soll, Leute. Haben wir hier irgendwas Nettes in der Kiste? Vielleicht ein paar Lego-Steine und nicht nur diese blöden Klötze? Nee. Okay, also wir haben da hinten einen Strom. Ah, ich muss hier auch schnell durch, ne? Das Ding aktivieren bzw. deaktivieren und let's go. Ich hab mich einfach von dem ganzen Spielzeug verführen lassen. Aus dem Weg, ihr komischen Bauklötze. Aua, und du komischer Zug auch. Ich muss hier ganz schnell durch. Und jetzt ist die Frage. Ne, okay, hier, das sieht gut aus. Sind da noch andere Gefangene? Kann man die irgendwie befreien? Hallo, will irgendjemand befreit werden? Nein? Na gut, dann nicht. Dann wird halt keiner befreit heute. Ist auch in Ordnung. Wo sind diese komischen Kreaturen? Mir wurde gesagt, hier gibt es komische... Oh, hi. Ah, nee, oh nee, das Auge der Finsternis, das mich anguckt, um mich zu rösten. Toll. Jetzt wird es ja noch so ein Stealth-Spiel, oder was? Ach, guck mal, man sieht auch, die anderen sind hier eingefroren. Weil das Auge von Medusa die einfach kaputt gemacht hat. Ist ja funny. Naja, ich bin aber schlau genug, um nicht eingefroren zu werden. Hallo, ist das hier dein Zuhause? Sind das deine Eltern? Ist das dieser komische Spiegel aus Harry Potter, wo man sieht, was man sich begehrt? Hallo? Hallo, wie geht's Ihnen? Ich nehme dich mal mit, ja? Man kann die einfach knuddeln! Sind wir jetzt Freunde? I guess. Okay, wir sind Freunde. Nice. Ich mag's, Freunde zu haben. Freunde sind toll. Hier, Feuer. Feuer für meinen Freund. Ich mach deine komische Lampe an. Toll, oder? Kannst du dich wärmen? Bringt mir das irgendwas, dass ich einen Freund habe? Bringt Freunde im Leben irgendwas? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hatte noch nie Freunde, deswegen gar kein Plan. Aber auf dem Gebiet kenne ich mich nicht aus. Ich komme vor allem nicht wieder zurück. Ja, moin, oder? Doch, komme ich. Ja, wie? Und der chillt jetzt hier? Okay, Pilzkopf. Ich komme bestimmt eines Tages wieder. Bleiben Sie hier. Ich werde Sie nicht vergessen. Na dann, auf nach oben. Ich glaube, die erste Folge ist jetzt nicht sehr repräsentativ, nennt man das so, für dieses Spiel. Ich glaube, das wird noch actionmäßiger. Das soll halt irgendwie Spannung aufbauen, I guess. Was haben wir hier? Haben wir hier noch so einen Pilzkopf? Hier. Ja, irgendwie sterben hier auch Leute, oder was? Oh, guck mal hier, Magdalene. Wie geht's? Da ist sie wieder. Neue Magdalene. Ja, irgendwie unnötig. Ich nehme Magdalena mal mit. So, tschüss. Meint ihr, es passiert irgendwas, wenn wir die runterschmeißen? Reagiert das Auge dann richtig über? Kann sein, oder? Er hat gespeichert, dass irgendwas passiert. Und das Auge juckt das aber nicht. Ich glaube, das ist gut, wenn wir die Sachen kaputt machen. Randale sind sowieso immer gut. Randale sorgen für eine gute Marktwirtschaft. Das ist gut.
Ich tue nur, was ich hier überhaupt erzähle. Oh mein Gott. Oh, hallo. Bist du mein... Oh, warte. Kann ich mein Feuer irgendwie ausmachen? Dankeschön. Wer sind Sie denn? Sie sehen sehr interessant aus. Sie haben sehr lange Arme. Ich mag lange Arme. Lange Arme bedeuten, Sie sind sehr gesund. Okay. Kannst du nicht unter... Moment, was? Hat er mich gesehen? Ach nee, guck mal. Da ist ein Kind oben drauf. Da schläft ein Kind. Und der er hat das Kind zumindest nicht gefressen. Das ist positiv, oder? Ich glaube, das ist positiv. Ist er jetzt weg oder hat er nur so... Ein Ball! Geil. Ich liebe Bälle. Ich nehme einfach alles mit, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Ja, also hier sind ganz viele Kinder in den Betten. Und der hat die nicht gefressen. Also ich finde das positiv. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Aber ich finde das positiv, dass er die nicht gefressen hat. Er hat die angeguckt und ist dann weggegangen. Heißt, das ist bestimmt auch ein Freund. Oder nicht? Oh, sorry, Ball. Ich kann dich leider nicht weiterhin mitnehmen. Muss nämlich leider irgendwo anders hin. Also so ganz gecheckt habe ich die Story noch nicht. Man kann natürlich mutmaßen, um was es geht, aber pff, schwierig, Leute, schwierig. Also es gibt Kinder und die schlafen. Ich habe noch bisher niemanden geredet und die Pilzköpfe reden auch nicht mit mir. Aber der Pilzkopf war ja auch ganz nett. Er hat sich zumindest, glaube ich, gefreut, dass wir ihn mal gehackt haben. Oh nee, ich habe Hunger. Oh nee, sag ich doch, ich habe Hunger. Stirbt sie jetzt, weil sie kein Essen hat? Kann ich vielleicht so eine Ratte einfach aufessen? Das hat bestimmt auch irgendeine Bedeutung, dass wir Hunger haben. Da! Oh, wie gut, dass wir hier in der Kantine sind. Ja, ich hab's verstanden, ich hab Hunger. Was ein Spiel, hä? Ich hab Hunger, ich verhungere. Bitte, irgendjemand. Du! Du da, hallo! Du bist der erste wache Typ. Hi, was geht? Ich hab Hunger, kannst du mir was rübergeben? Bitte, ich verhungere. Dude, hörst du nicht meinen Magen knurren? Ich fress dich gleich auf, wenn du mir nichts gibst. Gib mir sofort dein Brot. Gib mir, bitte, bitte, ich brauch das Brot. Danke. Oh ja, Brot. Oh, geil, ja. Om nom 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 nom. Oh, das ist geil. Oh ja, das beste Brot aller Zeiten. Ich danke dir. Wie ist dein Name? Ludwig? Danke, Ludwig. Für das Brot. Wollen wir Freunde sein, Ludwig? Ludwig, lass uns Freunde sein. Wieso bist du ganz alleine in der Kantine, Ludwig? Willst du nicht reden, Ludwig? Na gut, Ludwig, ich komm zu dir. Warte einen Moment. Oh. Na gut, dann versink wieder in deiner Depression. Ist auch in Ordnung. Ich habe Besseres zu tun. Ups. Aber der war nett. Doch, Ludwig ist cool. Da kann man sich wieder aufhängen da oben. Mega nice. Aufhängmöglichkeiten sollten überall gegeben sein. Oh ja, und endlich mal waschen. Nach dem Essen immer erstmal waschen. Sehr gut. Keine Ahnung, was ich von dem Spiel halten soll. Es ist irgendwie cool, aber irgendwie auch belastend und irgendwie auch weird und irgendwie auch strange. Nein, das war schon wieder Strom. Wieso ist denn hier alles unter Strom? Okay, wartet. Wir haben ja hier auch irgendwie Gitter. Lass mal irgendwie die Story aufdröseln. Wir haben hier so komische Gitter. Vielleicht werden Kinder in Gittern gehalten, damit die dann irgendwann gefressen werden. Oh, vielleicht werden die gemästet. Das kann sein. Leute, die mästen hier Kinder. Also die halten hier Kinder und mästen die auch und deswegen dürfen die natürlich auch ein bisschen leben, so wie die Menschheit das ja auch mit Tieren macht. Aber irgendwann werden die Kinder dann gefressen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt plausibel. Ihr könnt ja auch mal eure Vermutung, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, sonst ist ja lame, Leute, eure Vermutung in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Nein, halt dich doch fest, du. Was ihr denkt, was die Story hier ist. Ab. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt komme ich auch hier hoch. Kann ich einfach die... Ja, okay, nice. Ich kann einfach die Kette nach oben. Ein bisschen wie bei God of War, als man aus dem Hades, aus der Hölle da rausgeht. Ist das eigentlich Hades? Keine Ahnung. Ich glaube, der Gott hieß nur Hades, ne? Wir springen hier einmal rüber. Sterben hoffentlich nicht. Natürlich sterben. Nein, wir sterben nicht. Okay, nice. Die hält ja doch was aus. Man kann zum einen hier hoch. Man kann aber auch die Leiter da links benutzen. Nee, oh mein Gott, ist die dumm. Aua. So, jetzt sind auf jeden Fall beide Beine gebrochen. Also auch immer ganz gut. Wer braucht schon Beine in dieser grausamen Welt? So, was macht das? Strom einfach aus, oder was? Ich bin zu schwach dafür. Aber das hier macht auf jeden Fall Strom aus, I guess. Nee, das holt das Teil hoch. Und was macht das hier? Das macht einfach gar nichts. Wofür ist das Ding hier? Ach, jetzt kann ich es benutzen. Ah, damit kann ich das nach rechts und links schieben. Bitte komm wieder nach rechts. So, einmal nach links. Und ich will mit. Warte, ich will mit. Ich will mit. Warte, warte, warte. Da. Oh, okay. Haben wir geschafft. Geil. Awesome.
Hä, ist voll cool. Also für ein Jump'n'Run? Echt nett. Netti Betty, da haben wir schon wieder Strom. Ganz schön viele Stromrätsel irgendwie. Hä? Hier ist alles viel zu groß, aber anscheinend raucht hier auch irgendwas, was in etwa so groß ist wie ich. Als ob hier die Kinder einfach rauchen. Das wäre ja richtig weird. Egal, erstmal Strom aus. Als ob wir so stark sind. Okay, wir schieben das Ding auf jeden Fall runter. Jetzt wird da irgendwas ankommen. Hi. Jo, ich häng mich mal ran, ne? Let's go! Als ob wir auch so schwer sind, so ein Gewicht nach unten zu düdeln. Das ist doch alles unlogisch. Nee, nee. Das glaube ich nicht. Hui! Warte, halt schon fest! Hä, nein, jetzt sind wir wieder hier! Da links war doch unser Kumpel. Ja, da ist die Kantine. Oh nee, dann war das ja richtig dumm. Ist das jetzt dein Ernst, oder was? Oh mein Gott, ich bin einfach wieder hier unten. Aber jetzt sind hier komische Viecher. Ja, genau, hä? Are you serious? Vor allem? Achso, aber jetzt ist Strom ja aus. Jetzt komme ich hier durch. Okay, okay, das war alles so geplant. Ich weiß natürlich, was hier abgeht. Na, na, na. Oh, endlich mal Licht. Hä? Muss jetzt nicht mal das erste Kapitel irgendwie zu Ende sein? Warte mal kurz. So. Schnell reagiert. Ist ja auch mein zweiter Name. Dizzy Schnellioni Cartoni heiße ich nämlich. Hallo Leute, wart ihr das? Habt ihr die Brücke gerade kaputt gemacht? Das war nicht nett von euch. Okay, das war Kapitel 1, Leute, das Gefängnis. Wie fühlt ihr dieses Spiel? Hat ein bisschen länger gedauert. Hä, 5 Kapitel? Ich brauchte jetzt für das erste Kapitel 40 Minuten. Und How Long to Beat meine 3,5 Stunden dauert das. Achso, kommt ja auch hin, ne? 5 mal halbe Stunde ist ja nur 2,5 Stunden. Haha, lol. Gut, das war anscheinend erstes Kapitel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim zweiten Kapitel. Ich hoffe mal, da kommen ein bisschen mehr Wesen drin vor. Aber ja, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.